Hier müssen wir durch, zu Reaktor 5. Ich fürchte, das wird nicht leicht. Ha! Für uns alles kein Problem. Da ist der Pfeiler von Reaktor 5. Also, wo lang? Plan E über F. G. Und dann H. Oh, noch mehr Ausweichpläne? Nein, wir sind in Abschnitt F. Also über G, weiter zu Abschnitt H. Mit dem Aufzug von Abschnitt H kommen wir bis kurz vor den Reaktor. Dort müsste Biggs schon auf uns warten. In den Slums geht der Tag langsam zu Ende. Kommt, gehen wir. Heizen wir Shinra richtig ein. Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu meiner 10. Folge meines Final Fantasy 7 Remake Let's Plays. Das ist das 6. Kapitel, der Himmel über den Slums. Viel Spaß. Und ja, wie immer, Daumen nach oben da lassen, Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr nichts rund um das Remake verpassen wollt. Ich muss jetzt erstmal umschauen. Das sieht ziemlich geil aus. Sei still und lauf rüber. Einfach nicht nach unten sehen. Das sagt sich so leicht. Oh mein Gott, ist das... Oh, krass. Hinter dem Tor gar nicht bewusst, dass so hoch ist. Krass. Da werden wir noch ein bisschen mehr schauen hier. Riesig. Hey, wir müssen hier lang. Ja, ich weiß. Zumindest ich kann es mir denken. Das Tor geht sicher nicht, weil die Stromzufuhr unterbrochen wurde. Wir müssen uns was einfallen lassen. Das hätte ja sein können, dass wir hier was findet. Sogar ein Knopf. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Hat keinen Zweck. Okay, doch hier. Nicht. Seht mal. Notfallprotokoll bei Strommangel. Bei unzureichender Stromversorgung Höhenstrahler ausschalten. Mit den Höhenstrahlern sind bestimmt die Sonnen in den Slums gemeint. So nennen wir die Lichter zum Ausleuchten der Slums. Kurz gesagt, wenn wir das Licht da ausschalten, geht das Tor auf. Aber was sollen die Leute in Sektor 4 ohne das zusätzliche Licht machen? Sobald wir den Reaktor in die Luft jagen, gehen die Strahler so oder so aus. Ja, hast recht. Gehen wir zurück. Anscheinend wird der ganze Strom hier für die Sonnen der Slums verwendet. Entweder das, oder kein Schwein kümmert sich um die Wartung der Anlage. Das Licht erleichtert uns das Leben. Aber wenn man an all das Marco denkt, das dafür nötig ist, von hier aus sieht man erstmal, wie riesig so eine Sonne ist. Und der Schalter ist natürlich am Ende der Leiter. Wie? Noch weiter nach oben. Alter. Ich übernehme das. Okay, wir warten hier unten. Muss einfach nochmal gucken, es ist einfach alles viel zu... Was? Oh, da hinten sind ein paar Gegner. Hm? Bin eine Leiter verpasst. Ach nee, hier ist ein Schalter, alles klar. Stromversorgung wiederhergestellt. Türmechanismen werden aktiviert. Na also, hat geklappt. Mhm. Danke, Cloud. Die Frage ist jetzt, gehe ich nochmal hier hoch und schaue einfach mal, ob da sich jetzt was geändert hat nach der Aktivierung. Okay, kann nichts mehr aktivieren, alles klar. Ja.
So, damit werden wir in Abschnitt G. Ja, von hier aus geht es zum Reaktor. Diese Netze. Auch hier hat es sich ganz offensichtlich jemand gemütlich gemacht. Tja, wer weiß, was sich hier sonst noch alles eingenistet hat. Auf dieser Scheißplatte. Wir können eigentlich mal bei Tifa... Nee, das wollte ich nicht. Und zwar... Bricht. Kampfeinstellung. So wollte ich es. Schnellbefehl Eis. Die hat doch mittlerweile Eisrad, genau. Gut. Hat eigentlich Barrett mittlerweile. Blitz. Blitzra? Ja, nein. Er hat gar keinen Blitz drin. Warum denn das? Muss ich das verstehen? Tolle Wurst. Machen wir noch Aero rein. Was für ein mickriges Empfangskomitee! Je weniger, desto besser. Der Feind ist geschwächt. Da! Nachschlagen! Vollkraft! Verbrennen! Nichts hält uns auf! Zumindest nicht. So, wie groß ist denn hier eigentlich die Karte? Okay, da können wir mal gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Eine Leiter. Außer Betrieb? Sicher auch wegen Strommangels. Kann uns doch nur recht sein. Ich beschwere mich jedenfalls nicht. Naja, das wird dich lange halten. Denke ich mal. Seht mal da oben. Die ganzen Abgase werden einfach in die Slums geleitet. Sind es die Abgase, die diese Kreaturen anlocken? Ja, genau wie in den Tunneln. Angezogen vom Marco, das Shinra abbaut. Giftmüll. Eine Mokri-Medaille. Also noch habe ich nicht rausbekommen, wozu die Mokri-Medaillen sind. Ich denke mal, irgendwas schaltet man da bestimmt frei. Jetzt noch? Nee, bin ich hergekommen. Oh, eine blaue Substanz. Eine alle Substanz vielleicht. Meine allererste blaue. Tolle Wurst. Alles okay, Cloud? Ja. Hast wohl auf die Materia geschielt, was? So nah und doch so fern. Der Weg von vorhin ist nun auch versperrt. Ach, oh, das ist jetzt eine Nebengeschichte. Zeig hier mal her. Wir müssen wohl einfach weitersuchen. Vielleicht finden wir ja auch einen Weg zu dieser Materia. Ich könnte mir vorstellen, nur jetzt noch nicht. Oder kann man vielleicht irgendwo runterspringen? Das teste ich mal kurz. Ich gehe nochmal hoch. Moment, in welche Richtung? In die Richtung ging die Materia. Geht's hoch? Lasst uns nochmal den Weg überprüfen. Sind wir jetzt eigentlich? Mal sehen. Wir wollen zum Reaktor und der liegt hinter Abschnitt H. Ja. Unser Problem? Von hier scheint kein direkter Weg dorthin zu führen. Na, dann müssen wir halt einen Umweg in Kauf nehmen. Den würde ich mir gern sparen. Irgendwie müssen wir doch dahin gelangen. Das sind wieder Gegner. Da an der Wand entlang. Lasst es uns einfach mal versuchen. Mit einem Orientierungspunkt klappt's bestimmt besser. Da hast du recht.
Also steuern wir diese riesigen Lüftungsschächte an? Wenigstens sind die schwer aus den Augen zu verlieren. Jetzt ist halt die Frage. Ah, hier war ich noch gar nicht. Ist aber auch kurios. Seht mal, der Ventilator da. Als würden die Gase sich auflösen, wenn man sie einfach nur wegpustet. Natürlich war ich ja schon. Das ganze giftige Zeug zieht runter. Ich gehe nochmal kurz runter, weil den Abschnitt möchte ich ja wenigstens noch erforschen. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Dieser Bereich kommt mir bekannt vor. Moment. Da. Ja, da wollte ich lang. Das geht wahrscheinlich auch kaputt, oder? Ne. Siehst du? Kinderspiel. Das schaffen wir nicht hin. Das war's. Anziehen. Ja. Verfehlt. Mein Einsatz. Keinen kommen. Ein Ende. Für. Tschüss. Wenn man in einem Labyrinth ist, muss man nur fest daran glauben, dass man den Weg hinausfindet. Der okay. Satz ist aus einem Bilderbuch, oder? Ja. Dann geht's hier doch nicht weiter. Dann kann ich wieder zurück. Sie hat es so gern, dass ich es schon in- und auswendig kann. Das Leben ist ein Labyrinth, heißt es, nicht wahr? Ich habe es ihr auch schon oft vorgelesen. Also wieder eins hoch. So, dann geht's halt hier weiter. Abschnitt G, obere Ebene. Das wird ein langweiliger Kampf. Also komm nicht dagegen an. Oh. Roger, ich übernehme. Jetzt. Da geht noch. Du bist am Zug. Es geht los. Nicht auf das Nicht um. Ziemlich lästig. Es ist aus. Tschüss. Bereit. Ziemlich hart. Weiter, weiter, weiter. Erstmal verschnaufen. Das ist wie Aquana, so ein bisschen. Nicht Aquana, eine Aquallung. So rum. So ist das Feindeskönnen. Auch alles gleich aus. Oh, seht mal! Vielleicht kommen wir auf das Rohr da oben rauf. Ja, könnte klappen. Nee, oder? Ich habe keine Angst. Ein Fuß vor den anderen. Schön vorsichtig. Immer nur nach vorne, nicht runtergucken. Ah, jetzt habe ich runtergeguckt. Junge, Junge! Bei dem Dröhnen wird man ja taub! Angst gekriegt? Ich doch nicht! Passt gut auf, dass ihr beiden dünnen Hühnchen nicht weggepustet werdet! Oh, Barrett, guck nach vorn und lauf! Ja. Mir nach, Leute! Wow. Ganz schön zugig hier, was? Bisschen zu zugig, finde ich. Schön vorsichtig, okay? Ja. Ja, pass auf, wenn der Ventilator gleich volle Action macht. Was ist denn das? Da am Lüftungsschacht. Noch sehe ich nichts. Puh, irgendwie haben wir es heil auf die andere Seite geschafft. Ah, der
Der Stress hat mich glatt ein paar Jahre Lebenszeit gekostet. Obwohl... Sind wir jetzt auf der Ebene, wo die Materia liegt? Nee, die ist da drüben. Höchstens ein paar Sekunden. Eine Ebene weiter oben. Nee, drüber? Ja, doch. Da vorne ist schon Abschnitt H. Jetzt bloß nicht ausrutschen. Ist das der Lift, zu dem wir müssen? Der Hauptlift. Ja, das muss er sein. Das muss er sein. Dieser Hauptlift, von dem Bix gesprochen hat. Er müsste dort irgendwo warten. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Schon wieder. Dafür braucht es wohl drei der Strahler. Drei? Mit anderen Worten, alle Sonnen hier. Anders geht es wohl nicht. Wenn wir uns verlaufen, kommen wir hierher zurück. Das H1 ist gut sichtbar. Gut. Mal sehen, welcher Strahler von hier aus am nächsten ist. Der da. Okay, 91 Meter ist der erste Strahler. Da ist die Materia. Da bin ich eins drüber. Die Sonnen, die die Schatten der Slums erhellen. Sind das Licht Shinras, das den Weg in eine Zukunft... Moment, da kommen wir her. ...Kunft des Wohlstands weist. Bitte was? Das ist der Werbeslogan, den der Direktor über die Sonnen der Slums von sich gegeben hat. Tch, wenn es mit Shinra überhaupt eine Zukunft gibt, dann ist sie finster wie die Nacht. Eine Phönixfeder. Kinderspiel. Das schaffen wir mit links. Und tschüss. Der Feind ist geschwächt. Nimm das. Keine Kommen. Nachschlag. Da, der Schalter. Na dann. Licht aus. Moment. Okay, da ist keine Kiste diesmal. Hier irgendwas. Ah. Noch eine Phönixfeder. Wiederhergestellt. Das wäre Strahler Nummer 1. Jetzt noch die beiden Strahler da. Achtung! Abwehrsystem wird hochgefahren. Mhm. Ach, sonst wäre langweilig. Und noch eine Gatling-Pendin. Das hat jetzt auch wieder Strom. Ist doch egal. Das verschrotten wir und dann auf zum Reaktor. So, Moment. Wir haben jetzt hier unten die Materia. Sehe ich von dort aus irgendwo, wie ich da hinkomme? Unbefugter Zutritt. Verteidigungsmodus wird eingeleitet. Nee, das war doch falscher. Mittelstreckengeschütze. Ha! Ein klarer Fall für meinen Einsatz also. Das war ein gutes Training. Na, das kann ja heiter werden. Ja, die Abwehrsysteme laufen leider auch. Die Stege lassen sich anscheinend bewegen. Mhm. Ich sehe noch keinen Eingang, das ist hier eine Tür. Ach hier, da. Das sind Türen. Moment, stopp. Ja. Darüber wäre es auch gegangen. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Wir gehen erstmal hier rüber. Moment. Da ist noch eine Substanz.
hier ist nur eine Kiste, okay. Kann man sich vielleicht nicht ganz so extrem verlaufen. Wir müssen vorausschauen, denken, überlegen, wo wir ankommen. Das ist der Plan. Toll! Muss unser Glückstag sein! Wo ist der nächste Strahler? Ja, besser, wir behalten unser Ziel im Auge. Zum Glück sind die Dinger wenigstens schwer zu übersehen. Na, es geht ja erstmal nur in die Richtung. So. Da ist die eine Materie, da ist die andere. Nichts leichter als das. Oh, schöner Gegner. Los, kleine Fische. Leichter Fang. Da geht noch was. Was? Volle Kraft. Schluss mit lustig. Oh. Ich zähle auf dich. Überlass das mir. Bin bereit. Ja, das hat ja super funktioniert. Entscheiden wir es. Das tut mir. Zack. Und Schluss. Ja. Yeah. Viel Erfolg! Jetzt hab ich hier das Sagen. Oh, treffe ich aus dem Winkel? Ja. Na dann. So, hallo Orientierung. Wo bin ich hergekommen? Nach da muss ich. So, gibt's hier irgendwo einen Weg nach unten? Da noch nicht. Da ist die Brücke kaputt. Achso, das ist der nächste Reaktor. Beziehungsweise Stromversorgung des Gedöns. Nummer 2. Fehlt noch einer. Und Strahler Nummer 2. Nur noch dieser Strahler da. Das Licht am Ende des Tunnels. Hier kommen wir in die untere Ebene. Da müssen wir eh hin. Die hält mich doch aus, oder? Sind das da unten die Slums von Sektor 4? Ja. Willst du mal hin? Ich führe dich gerne rum. Macht ihr euch gar keine Sorgen? So. Ja. Wie komme ich daran? Erschüttern bringt schon mal nichts. Der scheint jetzt zu gehen. Oh, auf dem Rückweg waren mehrere andere Fahrstühle, die vorher nicht gingen. Wir haben eine Menge Sonnen ausgeschaltet. Die Welt braucht nur eine Sonne, die echte. Shinras dreckige Technologie ist kein Ersatz. Unbefugter Zutritt. Verteidigungsmodus wird eingeleitet. Nein, das blockiert. Ich wollte den anderen. Dann übernimm. Ich leg los. Das war's. Dann los. Nachschlagen. Oh, wie du nicht triffst. Ach, das Ding ist jetzt kaputt. Ich zähl auf dich. Wurde schon ungeduldig. Ja. Sprech dein letztes Gebet. Noch eins. Zisch ab. Bis hier und nicht weiter. Damn. Eine Dusche wäre jetzt nett. Oh ja, eine Dusche. So. Materia ist da drüben. Hm. Jetzt könnte man schon an einen Punkt kommen, wo man sich mal schnell verläuft. Moment, ich will mal. Mal sehen, wo ist der letzte Strahler? Nee, nee, wir müssen geradeaus. Noch ein Fahrstuhl. Wenn wir noch einen Strahler löschen, sollte es gehen. Hm. Gute Frage, nächste Frage. Wir gehen mal da lang. Nee, stopp, zurück. Da komme ich ja her. Das macht keinen Sinn. Da komme ich daher. Ne, ich komme daher. Also jetzt habe ich kurz
eine absolute Orientierungsschwäche. Fahr mal mit dem Fahrstuhl darüber. Ich glaube, hier war ich nicht. Das ist die Rückseite von der rosanen Materie. Ja, das könnte mir gefallen. War ein ganz schöner Umweg hierher, was? Hier haben wir keine Wegmarkierungen. Und Jesse und Wedge sind auch nicht da, um uns zu helfen. Ja, wie Bix wohl reagiert, wenn er hört, warum die beiden nicht mitgekommen sind. Er macht sich immer so viel Sorgen. Wie soll man da rankommen? Von dort unten hochklettern vielleicht. Oder das ist eine Plattform, die ich hochfahren kann. Gehe ich mal von aus. Noch eine Mokri-Medaille. Oh, das sind eindeutig viel zu viele Ebenen. So, der Schalter dürfte nicht gehen. Oder? Moment. Geht das gut? Wir müssen die Stege so platzieren, dass wir zum Strahler kommen. Ah, interessant. Das wäre schon schön, wenn das funktioniert. So. Hat es noch einen anderen Zugang? Moment. Da ist noch ein Pult. Jetzt habe ich es gesehen. So gut wie erledigt. Und zack, zack. Warten wir es ab. Das war's dann. Und tschüss. Keinen kommt. Feuer frei. Ich zähle auf Feuer dich. Sieht schon. Achso. Zack. Schluss. Ja. Schon gewonnen. Gib auf dich acht. Auf Onkel Barrett ist Verlass. Schön gewonnen. Boah, da kriegst du ja ein Schleudertrauma. Wenn die Kamera so schnell bewegt, das ist schon finster. Magischer Armreif, schauen wir gleich mal. Zwei Slots. Ja, aber die physische Abwehr runter, das gefällt mir jetzt auch nicht so. Wie sieht es bei ihr aus? Auch 10 minus, da brauche ich bei Barrett nicht gucken. So, alle drei Strahler sind aus. Ob sich der Hauptlift jetzt in Bewegung setzen lässt? Müsste. Gut, also zurück zum Abschnitt H1. Hoffentlich ist Jessys Verletzung nicht allzu schlimm. Wenn wir Shinra ordentlich zusetzen, ist das die beste Medizin für sie. Da hast du recht. Zum Glück bist du für Wedge eingesprungen, Cloud. Hier. Gehen wir zurück zu Abschnitt H1. Aber ich will mal noch was essen. Hier geht's doch nicht. Mich kriegt keiner unter. Oh, hier war ich noch nicht. Versuch! Ich könnte eigentlich mal wieder eine Analyse machen. Fertigkeit, Analyse. Nur kein Übermut. Wirksames Eis. Nichts überstürzt. Es geht los! Wo steckst denn du? Oh nein! Na? Zersplittere! Ne Lippe! Na, das haut doch ordentlich rein. Und gleich nochmal. Zettere! Zack! Und zum Angriff! Los, los! Zersplittere!
Stufenaufstieg. Sehr schön. Kommt jetzt ein Freudentanz. Ich bin 63 Meter von der Materie entfernt und das sieht aus, als wäre das der richtige Weg. Alles Gute kommt von oben. Oh, da leuchtet sie. Sehr schön. Na, jetzt bin ich mal gespannt, ob es den Umweg wert war. Naja, so groß war der Umweg ja jetzt nicht. Heb auf. Elementaraffinität. Nebenstory abgeschlossen. Das ist bestimmt sowas wie, wenn ich jetzt Feuer mit dieser Substanz kopple, bin ich irgendwann immun oder werde geheilt, wenn ich Feuer abkriege als... Stopp, als... Na? Na so halt. Verleiht der Ausrüstung oder der Waffe des Elements der verbundenen Materie bei... Was? Ach so, cool, da habe ich sozusagen wie so ein Feuerschwert. Das ist natürlich auch geil. Okay, das sind die Elemente Glut, Frost, Gewitter und Luft. Damit kann man es koppeln. Da wäre doch eigentlich... Ach Moment, ich habe noch keine Ausrüstung, die zwei Slots miteinander verbindet, außer bei Tifa. Da machen wir doch jetzt mal... Was ist denn das? Chakra. Wozu ist das überhaupt? Ermöglicht den Einsatz der Fertigkeit Chakra, mit der TP geheilt werden können. Hier klingt nicht so interessant. Da machen wir jetzt das rein. Ist das Eis? Ja, sehr schön. Das klingt doch gar nicht so blöd. Der Umweg hat sich, denke ich, gelohnt. So, jetzt ist noch die rosa, ne? Substanz. Offen. Die ich noch nicht entdeckt habe. Ich denke, wir müssen wieder hoch. Schauen wir uns mal um. Ja, noch da. Moment, wo ist die rosa in der Materie? Hier hinten nicht. Hier sind noch Gegner, da gehen wir doch mal hin. Lästig. Bringen wir es hinter uns! Mach was draus! Halten wir die Chance! Ja, man sieht so kleine Eiskristalle beim Zuschlagen. Ja, das ist schon geil. Okay, da ging es hoch zu dem Reaktor. Okay, nee, doch nicht. Dann doch wieder den anderen Weg. Moment, hier ist so eine Plattform. Jetzt hier einen anderen Weg. Ja gut, wenn ich jetzt nicht alles entdecke, bin ich da auch nicht böse, auch wenn das eigentlich mein Ziel ist. Moment, da muss ich... Wo treffen wir uns denn mit Vix? Am Durchgang zum Makoreaktor. Vix meinte, er hätte Pläne von A bis Z gegen die Langeweile. Bei unserem Tempo kommt er sicher nur bis Plan G. Ich habe die rosa Materie komplett aus den Augen verloren. Wir sind zurück am Hauptlift. Mach dich auf was gefasst, Reaktor. Mhm. Wir kommen! Ich glaube nicht, dass es hier zum Hauptlift geht. Ja, das weiß ich selber. Nicht so tragisch. Ich möchte auch irgendwann noch ein bisschen vorankommen. Rosane sind meistens sowieso diese unterstützenden Substanzen. Stromversorgung wiederhergestellt. Lift-Elektronik wird aktiviert. Neustart abgeschlossen. Lift betriebsbereit. Auf Nimmerwiedersehen, du scheiß Metalllabyrinth.
Okay, ich verpasse die rosa Substanz jetzt tatsächlich. Wenigstens habe ich die blaue bekommen. Das ist für mich auf jeden Fall... Ah nein, ich kann noch mal raus. Ich will noch mal ganz kurz hier... schauen. Ach, egal. Ich bin da jetzt nicht böse, wenn ich es nicht finde. Dann ist es jetzt so. So, gibt es ja eigentlich mal was Neues? Off-Drive. Ach, eigentlich kann ich die noch zweimal kaufen. Da ich eher auf Angriff gehe, physischer Natur, interessiert mich einfach die physische Angriffskraft mehr als die magische. Nein, ich wollte eigentlich zu tiefer wechseln. Sehr schön. War da nicht noch irgendwo Materia? Vielleicht sollten wir noch mal nachsehen. Ja, ja. Na komm, wir gucken noch mal grob. Gehen wir zurück. Ich guck noch mal grob. Ich weiß ja, wo ich hier hin muss. Oder kann ich hier... Ich setze hier mal einen Merker. Ah, das ist schon jetzt nicht ohne. Von der Fläche her. Das ist natürlich cool, dass man drauf hingewiesen wird. Da, oh, da ist er. Ja, da ist sie. Okay, wir fahren nochmal hier rüber. Nochmal, wenn ich überhaupt hier schon hier drüben war. Ich kann mich gerade nicht erinnern. Ich glaube schon. Ich muss irgendwie da runterkommen. Abschnitt H, Strahler 3, genau. Stopp, hier. Hier kann man, runter. Ah! Na Siste, hat sich doch gelohnt. Hehe. Also doch einfach mal hartnäckig bleiben. Ja, du musst es schon nehmen. Ah, jetzt. MP-Boost. Ich hab's mir fast gedacht, dass das eine Materia ist, die jetzt nicht so interessant ist. Aber lieber mal hat, als mal hätte. Uns doch nicht schon wieder verlaufen. Da müssen wir wieder lang. Genau. Und H1 war der Hauptlift, genau. War da nicht noch irgendwo Materia? Vielleicht sollten wir noch mal nachsehen. Also noch eine habe ich nicht gesehen. Weitergehen jetzt. Wir sollten weiter. Denke ich auch. Also er sagt, unabhängig davon, ob du es gefunden hast oder nicht. Vielleicht habe ich auch eine verpasst. Hier wird der Planet gefoltert. Da drin wird uns der Geruch von Marco entgegenschlagen. Macht euch drauf gefasst. Ja. Dann hast du schon wieder so eine... Hört ihr das? Abwehrwaffen. Ruft uns. Schnell. Schneller. Kommt zu mir. Wir sind so schön.
Unbefugter Zutritt. Verteidigungsmodus wird eingeleitet. Die wollte ich eigentlich nicht treffen. Ich wollte die da oben. Hm? Ist das alles? Warum visierst denn du nicht da oben an, danke? Sprich dein letztes Gebet! Ja! Also irgendwie ist das Anvisieren gerade ziemlich bescheiden. Das ist mir völlig klar. Oh, Cloud ist in Trouble. Da kann er sich ja selber heilen. Auf die Trail. Hat er sich jetzt geheilt? Ja. Und tschüss. Das tut weh. Wie schmeckt dir das? Ich werde mich mal nachladen. Moment. Bam. Übernimm mal. Lass mich mal. So, Kommandos. Jetzt aber. Ich kann nicht beschwören. Da steht doch eindeutig beschwören. Ich kann es aber nicht anwählen. Oder müssen beide Limitbalken voll sein? Okay, dann führen wir sie beide. Okay, es kann nur tiefer gerade beschwören, warum auch immer. Bist du bereit? Dominikaktor. Habe ich vielleicht versehentlich Ifrit rausgenommen bei Cloud? Verzieh dich! Vielleicht nochmal. Nimm das! Keine Chance. Na gut. Volle Konzentration. Da geht noch was. Das wird so nichts. Oh, 10.000 Stacheln. Er trifft sogar von hier aus. Na, das war's doch. Sehr schön. Gleich sind wir. Jetzt muss ich auch mal was gucken. Irgendwie war es komisch. Warum konnte ich ihn... Ifrit ist angelegt. Treffpunkt, den wir mit Bix ausgemacht haben. Sicher macht er sich Sorgen, weil wir so lange brauchen. Habe ich mich gerade ein wenig bescheiden angestellt. Irgendwie komisch, dass niemand versucht, uns aufzuhalten. In Midgar wird alles von Shinra überwacht. Bemerkt hat man uns garantiert. Warum hast du denn nicht eher was gesagt? Hätte doch nichts geändert. Wir wussten, dass das ein Drahtseilakt wird. Jetzt balancieren wir weiter. Augen zu und durch. Nicht runtergucken. Guter Rat. Oh, meine Fresse. Gleich sind wir da. Was ist? Nichts. So langsam wird's ernst. Ich bin ist nervöser als erwartet. Diese Nervosität werde ich auch nie los. Oh, wer ist da? Gnade! Cloud? Wo sind Jesse und Wedge? Keiner weiß es. Angeblich sind ein paar Kriminelle vom Zug gesprungen, haben Shinra auf Trab gehalten. Hier ging es dafür umso ruhiger zu. So konnte ich in Ruhe den Weg zum Reaktor auftun. Hey, 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 Bix! Ich wusste, auf dich ist Verlass! Wo sind die anderen? Bix? Also Jesse wurde verletzt. Oh nein. Plappert munter wie immer. Alles gut. Danke fürs Einspringen. Nun, ciao. War jedenfalls eine gute Idee, den Zug nach Sektor 4 zu nehmen. Der Großteil des Wachpersonals ist jetzt dort. Und ihr könnt euch in Ruhe um Reaktor 5 kümmern. Bisschen schwer zu erklären, aber hier hinter liegt das gute Stück schon.
Einen engeren Gang hast du wohl nicht gefunden, was? Auch noch Sonderwünsche. Und hier sind die Seilwinden, wie besprochen. Na? Du hast wirklich ganze Arbeit geleistet. Oh, eine neue Waffe für... Wir sehen uns später. Okay. Barrett, sehr schön. Der kann noch ein bisschen mehr Power ganz gut vertragen. Gut, dann legt mal eure Seilwinden an. Macht sie ordentlich fest, damit ihr sie nicht verliert. Am Ende unserer Mission seilen wir uns mit denen nach unten ab. Wir schaffen das. Natürlich. Das dunkle Loch. Hier.